I eternal life protects me. Thy divine wisdom guides me. Though my path is wrought in darkness, guide myself to thy sacred light. Blessed Akrat, thy eternal life protects me. Thy divine wisdom guides me. Quiet. Though my path is wrought in darkness. Shut up! They have our scent. Run! To make it. He has to. Blessed Akrat, thy eternal light protects me. Thy divine host. Hey, look at me. All the gold we want is right there. No, I just came here for knowledge. They're coming! I know. Get over here! Now, breach the seal. Get us through that door! By three, they come. By three, thy way opens. Blood shows. Make any sense? Blood. Blood. Blood is the key. Blood is the key! What? I need two of you! No! Go! I'll hold them! Go! So, it says the blood of the willing goes... You gotta be kidding me! He's dead already. A shame he didn't make it. Oh well, cheer up. Gold splits better three ways instead of four. Must be hidden here somewhere. Read this. Oh. By three they come, by three thy way opens, by the blood of them willing. Hail. Hail the creator. Oh. Hail the daughter of... Oh, no. No, no, no. What about the coin? What's it say? This is forbidden. This is a summoning. I cannot speak this. Don't lie to me! We came here for treasure. What is this place? I don't know. maybe it's a temple. Or a tomb, or... It's a gate.
Listen, I cried. Thy eternal life protects me. Thy divine wisdom guides me. Though my path is wrought of darkness, guide my soul to thy sacred place. There is no light here. You came to the darkness for knowledge. Yes. And all the knowledge you seek is here. Surrender. Speak the words. Call her home. By three, they come. By three, thy way opens. By the blood of the willing, we call thee home. Ja, und das war das wirklich doch sehr geil gemachte Intro von Diablo 4. Und hier seht ihr schon mal die ersten Szenen, wo ich mit ins Spiel gestartet bin. Also ich muss sagen, die ersten Szenen fand ich richtig klasse. Es war eine richtig schöne Grafik. Ich habe mir wirklich gewünscht, dass das die Spielegrafik ist. Ich meine, wie es natürlich immer so ist. Das Intro sieht hammergeil aus und danach die Spielegrafik ist dann natürlich nicht mehr ganz so wie das Intro. Da gibt es ja genügend Beispiele von. Ein bestes Beispiel, würde ich mal sagen, ist natürlich WoW. Ein sehr, beliebtes Beispiel dafür, weil da einfach die Filmsequenzen mega geil sind und dann wird man wieder reingeworfen und alles ist irgendwie so ein bisschen anders im Spiel. Also nicht schlecht, aber halt alles irgendwie ein bisschen anders. Ja, hier ging es dann los. Es wurde auch schon schön Spannung erzeugt. Ich habe es absichtlich jetzt nicht mit Ton abgespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen, weil ich nicht wusste, ob da jetzt noch was kommt. Ich dachte, das wäre jetzt nur so eine ganz kurze Einführung, weil das Intro war ja schon vorbei. Deswegen habe ich den Ton leider wieder angemacht. Ich war im Discord, muss ich dazu sagen, und da haben wir jetzt alle irgendwie durcheinander gesprochen. Dementsprechend möchte ich euch das jetzt natürlich nicht antun. Wobei es zugegebenermaßen alles nur um Diablo ging. Ja, da habe ich mich schon richtig auf das Spiel gefreut, auch wenn ich zugegebenermaßen sehr böse auf die Spielemacher war, weil sie ein Pferd direkt geopfert haben. Also für mich sind zwei Sachen ganz schlimm bei solchen Spielen. Erstens, wenn ich Wölfe töten muss oder halt Wölfe getötet werden.
Zweitens, wenn ein Pferd getötet wird. Ich fand das auch bei Game of Thrones, fand ich das auch in ein paar Szenen immer ganz, ganz, ganz schlimm, dabei zusehen zu müssen. Ich meine, klar, da weiß man natürlich, es ist alles nur gestellt und dass keine echten Tiere getötet wurden und so. Beziehungsweise es kann natürlich auch animiert sein. Ich bin mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher, wie es da gemacht wurde. Ja, hier sehen wir dann, wie wir vor Kälte, vermute ich jetzt mal, zusammensacken, in dieser Höhle ein wenig Schutz suchen. Das ist dann so dieser Cut, wo wir aus der Sequenz im Endeffekt jetzt gleich rauskommen werden. Wir schlafen jetzt erstmal ein, haben dann die halbe Nacht durchgemacht, wachen dann irgendwann auf, beziehungsweise jetzt wachen wir noch nicht auf. Jetzt kommt erstmal so ein, ja, ich würde es Wolf nennen. Es hat aber einen speziellen Namen, also so einen Totenwolf hätte ich jetzt gesagt. Worum es da jetzt genau geht, kann ich euch leider auch noch nicht sagen, weil das letzte Diablo, was ich gemacht habe, das war Diablo 1 tatsächlich. Das ist schon sehr, sehr lange her und ich weiß jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, was mit der Story von 1 bis 4 passiert ist. Hier sind wir auf jeden Fall jetzt im Spiel drin. In der Vor-Beta-Phase hakt es noch sehr, muss ich sagen. Also ich habe es mir extra auf der schnellen Festplatte installiert. Aber grundsätzlich, ja, ich sag mal, wenn es läuft, dann läuft es flüssig, aber es hakt halt auch schon mal zwischendurch. Ich habe dann hier gleich erstmal geguckt, was ich für die Einstellungen überhaupt machen kann, was ich drücken kann und so weiter. Wir können uns unseren Charakter angucken. Wir haben auch eine Map, die wir uns ansehen können. Das war alles wunderbar. Dann haben wir natürlich die normalen Übersichten. Dann bin ich in die Option reingegangen. Den Teil brauche ich euch ja jetzt nicht zu zeigen. Ja, und wo ich dann damit fertig war, dann ging es richtig los mit Spielen. Ich habe mich gefreut, habe erstmal ein bisschen rumprobiert, was passiert, wenn ich drücke. Habe schon die Heiltaste gefunden, ja, wollte mich heilen, obwohl ich natürlich nicht auf die Heiltaste drücken wollte. Ich kannte sie halt noch nicht. Mittlerweile habe ich sie mir vorsichtshalber aufgeschrieben. Habe mal ein bisschen geguckt, also untenrum, das war jetzt die Ausweichtaste übrigens. Die kann man allerdings leider nicht öfter hintereinander benutzen, bis zum Beispiel die Ausdauer aufgebraucht ist. Sondern die hat immer so, ich glaube, 5 Sekunden, nicht Download, 5 Sekunden, also muss man halt warten, bis man die wieder benutzen kann. Dann bin ich hier ein bisschen rumgelaufen, wusste nicht so ganz genau, was ich machen sollte, habe dann irgendwann gedacht, ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, mein übliches Problem. Habe dann später erst gelesen, dass wir Obdach in einer nahen Stadt suchen sollen. Habe dann hier nochmal so ein bisschen geguckt, weil es da auch Gold gab. Also einfach draufgehauen, teilweise konnte man auch einfach so da durchlaufen, dann gehen die Sachen auch schon kaputt. Fand ich alles super bisher. Dann kamen, also ich sage jetzt mal kurz Wölfe dazu, sie heißen Waag, genau, das war der Name, der mir eben nicht eingefallen ist. Also die Waag, die sind irgendwie überall in diesem Gebiet und ja, machen eigentlich auch recht gut Schaden, aber es geht noch. Also wenn sie vereinzelt auftreten, dann ist es zumindest erstmal nicht so, dass man direkt kaputt ist. Hier habe ich dann gedacht, naja gut, ich bin sowieso schneller als die, dann laufe ich einfach mal weiter, ziehe mal eben so 10, 15 von den Waags hinter mir her. Hab dann festgestellt, dass die aber mit ja, längerer Zeit, wo ich nicht kämpfe, dann irgendwie immer schneller werden. Hab dann versucht, zwischendurch immer auszuweichen. Hab gedacht, ah, hier ist die Stadt, hier können sie mir eh nichts. Und dann kamen sie mit rein. Da war ich dann erstmal etwas erschrocken, aber da war dann zum Glück wirklich so eine Sperre im Endeffekt drin. Ja, und dann habe ich hier nochmal die Stimme von diesen Dunkelhäutigen gehört, den wir gesehen hatten. Ich meine, das war der gleiche, also die gleiche Stimme. Hab dann hier vorne noch mal mit den Leuten ein bisschen gesprochen. Da kann man dann verschiedene Sachen auswählen, wenn es denn verschiedene Möglichkeiten gibt, was man sagen kann. Ja, es ist in der Vor-Beta-Phase. Dementsprechend ist natürlich noch nicht alles übersetzt. Aber ich habe festgestellt, dass hier auf jeden Fall schon mal die Dialoge auf Deutsch übersetzt wurden. Zumindest bis dahin, wo ich gekommen bin. Was nicht allzu weit war, das werdet ihr dann gleich noch feststellen, was ich damit meine. So, dann steht unten rechts im Endeffekt nochmal so eine Art Zusammenfassung von dem Ganzen, was wir dann da gesprochen haben. Dann habe ich geguckt, ob ich noch irgendwas machen kann, bin wieder rausgegangen gleich. Da war nämlich gar nichts. Das mit dem Feuer, na gut, da habe ich gedacht, vielleicht kann ich da auch noch irgendwas machen. Dann ist mir aufgefallen, vielleicht muss ich ja der Frau folgen, weil da steht ja, folgt Vani.
hab da mal versucht, mit denen zu reden. Da hat es denn das erste Mal ein bisschen gehakt, aber wahrscheinlich, weil er was öffnen sollte. Dementsprechend, ich habe mal geguckt, wollte jetzt natürlich nichts kaufen. Hab dann nochmal versucht, mit den anderen Leuten so ein bisschen zu sprechen. Das war soweit alles mit deutschen Untertiteln, das war auch okay. Hier steht zum Beispiel, what was in the place oder sowas, stand da gerade als zweites und noch das dritte auch wieder auf Englisch. Ja, und das erste war dann auf Deutsch. Es ist etwas irritierend gewesen, aber gut, es ist eine Vor-Vor-Beta-Version. Und ich habe mir sagen lassen, das Ganze soll komplett deutsch vertont werden. Und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass natürlich auch dafür gesorgt wird, dass die Untertitel dementsprechend dann auch alle auf Deutsch sind. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wir haben es ja auch bei Teso schon mal mitbekommen, dass wenn gerade ein neues Kapitel rausgekommen ist, dass es auch schon mal sein kann, dass der ein oder andere Fehler dann da drin ist. Es kann natürlich auch schon mal sein, dass es einen Bug gibt mit Kapiteln, mit Quests, die schon lange, lange im System drin sind. Das, ja, ist dann eher nicht mehr ganz so verzeihlich, muss ich sagen. Aber in der Regel ist es ja dann eher so, wenn, dann ist es im neuen Kapitel. Und ja, hier war ich dann so ein bisschen am Gucken, was nehme ich jetzt? Ich habe jetzt einen Punkt dazu bekommen, sollte den irgendwo reinsetzen. Hat man dann gedacht, naja gut, da ist es jetzt nicht so viel Schaden, da ist es ein bisschen mehr Schaden. Dann habe ich die Elektropeitsche genommen, weil, ich meine, ich habe ja auch eine Main, die ist Zauberin bei Teso. Warum nicht direkt die Elektropeitsche? Also entweder benutze ich Feuer, das benutze ich sehr gerne, oder halt eben Elektroblitze, sage ich jetzt mal, alles was so mit Blitzen zu tun hat. So, dann bin ich da rausgegangen, dann haben wir unsere Aufgabe erledigt. Dann steht da, betretet die Ruinen des Frostgeheuls. Genau, so hieß das Ganze, weil ich musste es leider dann auch melden als Fehler. Deswegen meinte ich nämlich vorhin, dass ich nicht allzu weit gekommen bin. Ich bin immer noch in diesem Vorspiel, also in dem Prolog drin. Und warte jetzt aktuell, während ich das jetzt hier gerade am Besprechen bin, damit ich das für euch dann schon mal umwandeln kann und hochladen kann. Insgesamt waren es 45 Minuten, die ich jetzt warten musste, nachdem ich im Spiel drin war und aufgrund eines technischen Fehlers nicht weitergekommen bin. Ich bin natürlich mega begeistert, weil ich musste vorher schon 1,5 Stunden warten, bis ich überhaupt in das Spiel reingekommen bin. Konnte dann anfangen, ungefähr 10 Minuten spielen und ja, durfte dann das Ganze melden, weil das halt ein Fehler gewesen ist und darf jetzt wieder oder durfte jetzt insgesamt wieder nochmal über 40 Minuten, 45 Minuten warten. Habe jetzt noch eine Restzeit von 25 Minuten verbleibend. Da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich jetzt erstmal das Video in der Zeit. Ich bin hier reingegangen, habe die Ruinen betreten und war weg. Ja, es ist wirklich so. Ich war weg. Ihr seht oben rechts diesen kleinen Pfeil, diesen kleinen weißen Pfeil. Der bin ich. Ich habe mich gedreht ohne Ende, wie man sehen kann. Ich habe sämtliche Tasten ausprobiert. Ich bin später nochmal ins Menü reingegangen, habe es darüber versucht. Spiel verlassen konnte ich nicht anklicken, weil da tat sich gar nichts. Ich konnte nur Diablo verlassen und da musste ich dann halt nochmal komplett von vorne anfangen. Ich habe es dann versucht, dass ich mit dem Mauszeiger alles Mögliche angeklickt habe und Tasten gedrückt habe, bis zum geht nicht mehr. Also hier seht ihr immer noch, wie ich mich am Drehen bin, weil ich jetzt die ganze Zeit am Reden war im Discord. Ich kann nichts machen, ich bin mich nur am Drehen, man sieht mich nicht mehr und ja, war halt dementsprechend ziemlich verzweifelt. Leider ist das mein erster Eindruck. Ich habe die Hoffnung, dass es vernünftig funktioniert, wenn es rauskommt. Aber wie gesagt, das ist leider mein erster Eindruck. Irre lange Warteschlangen. Also, ja gut, nicht ganz so extrem wie damals in dem einen Spiel, ich habe den Namen schon wieder vergessen, wo ich über 12 Stunden, reale 12 Stunden gewartet habe. Ich habe morgens um 6:30, glaube ich, den PC angemacht, habe mich direkt in die Warteschlange gesetzt, stand 12 Stunden drauf. Ich habe gedacht, okay, erstmal frühstücken, Kind zur Schule gefahren, wieder zurückgekommen, was anderes gemacht, Kind wieder abgeholt, zurückgekommen, gegessen, den ganzen Tag irgendwie erlebt, nochmal zwischendurch geguckt. Und dann abends um 10:30, glaube ich, konnte ich das Spiel starten und habe tatsächlich nur noch 2, 3 Folgen aufnehmen können, weil ich musste auch wieder ins Bett, ich musste wieder früh raus. Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt mit Diablo ist, aber leider sind das jetzt meine ersten Eindrücke. Das Einzige, was ich jetzt als Eindruck geben kann, das Intro ist die ersten paar Schritte bis zum
zu den Ruinen des Frostgeheuls und da war ich weg. Ich weiß nicht, ob die mich nicht mochten und gesagt haben, nö, die dumme Gameplayerin, die werfen wir jetzt einfach aus dem Spiel raus. Oder ob die gedacht haben, die ist so schlecht in allem, was sie spielt, wir geben der jetzt extra so einen Ghost-Mode, also dass die sich selber nicht mehr sehen kann und dass die anderen sie auch nicht mehr sehen können. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Aber ja, das ist jetzt erstmal mein Statement, meine ersten Eindrücke. Aber das Intro wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und ich hoffe mal, dass ich bald dann auch mehr dazu sagen kann und zumindest den Prolog endlich mal hinter mich bringen kann. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze empfunden habt, wenn ihr es selber spielen wolltet. Habt ihr schon einen Vor-Beta-Key erhalten? Habt ihr schon was gemacht? Seid ihr schon reingekommen? Habt ihr generell einen Beta-Key gekauft oder habt ihr nur das Spiel vorbestellt beziehungsweise wollt ihr euch das Spiel eventuell noch kaufen? Schreibt es mir bitte alles in die Kommentare, es würde mich echt interessieren. Und ja, also ich habe heute schon einen Stream damit angesehen, während ich gewartet habe, der hatte auch nur Probleme. Macht euch auf jeden Fall darauf bereit, dass es immer mal wieder zwischendurch hakt. Jetzt in der Beta-Phase, versteht sich, zu dem fertigen Produkt kann ich jetzt natürlich noch nichts sagen. Aber so für mich als Fazit, mal abgesehen von dem Fehler, die Grafik sieht gar nicht so schlecht aus bisher. Und das Intro war wirklich der Hammer. Ja, es hat so ein bisschen gehakt an ein, zwei Stellen. Aber bisher muss ich sagen, es war wirklich der Hammer. Also wenn das jetzt so weitergeht, freue ich mich echt wahnsinnig auf das Spiel. Und natürlich auf eure Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.